Hallihallo, Hallöchen. Willkommen zu einer neuen Folge um die zwei dem U-Bahn-Simulator. ja, ihr seht richtig, heute mal wieder auf der U5. Denn ich wollte euch mal so ein bisschen zeigen, was sich jetzt zwischen Hauptbahnhof und Alexanderplatz getan hat. Ihr seht richtig, wir haben einen Kurzzug, wir fahren nur bis Alexanderplatz. Wir haben auch gar nicht viel Zeit. Dadurch, dass ich hier so einen modifizierten Kurzzug habe, müssen wir auch schon schildern. Ist das natürlich, da steckt keiner ein, oder? Müssen wir. Ne, machen wir. Alexanderplatz. Da fahren wir auch direkt los. Hier am Bahnhof hat sich jetzt nicht wirklich viel getan. Da klingelt das Handy, war klar. Sofern eine Aufnahme gemacht wird. Man kennt's. Ja, es hat sich hier nicht viel getan. Wo war ich? Ja, der Bahnhof ist kürzer geworden. Ihr seht, er ist nicht mehr so unendlich lang. Jetzt sind diese Mittelstreifen hinzugekommen. Ein paar Objekte, die aber privat sind, die gehören auf private Maps. Dadurch, dass die Map ja eh nicht mehr an die Öffentlichkeit kommt, weil das ja für die Öffentlichkeit eingestellt ist. Mir fehlt es an Objekteerstellern, denn will die eh keiner haben, die Map. Ist ja nicht realistisch. Also machen wir das so. Muss ich kurz vorgehen und die Weiche stellen? Habe ich ganz vergessen. Ach, ist schon. Dann können wir schon los. Jetzt neu fertiggestellt ist der U-Bahnhof Bundestag. Schwebendes W. Genau, das ist so geregelt. Von dem Gleis, wo ich jetzt abfahre, fahren immer die Züge nach Tierpark ab und vom Gleis gegenüber nach Kaulsdorf Nord. So ist das geregelt. Bundestag. Ist der schöne Bahnhof Bundestag. Das ist der Bahnhof Bundestag. Der ist jetzt, den habe ich jetzt zum Tag der Aufnahme fertiggestellt. So sieht das Ganze jetzt nun aus. Besser als vorher. Finde ich definitiv. Ich finde das viel schöner. Das sieht realistischer aus. Jetzt nicht 100%, aber besser. Fahren wir mal unseren Kurzzug weiter. Der Minizug. Brandenburger Tor. Übergang zur S-Bahn. Wunderbar. Es hat wirklich gefühlt, na doch, das könnte hinhauen. Einen Monat habe ich gebraucht, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen.
Ich musste erstmal alles wieder zusammensuchen von meinen ganzen Backups auf den anderen Computer. Da will gar keiner einsteigen. Funktioniert bei dem kleinen Zugmod hier gar nicht. Genau. Ich finde, realistischer wirkt das Ganze jetzt definitiv durch die ganzen neuen realistischen Texturen. Jetzt zwischen Alexanderplatz und Karlsdorf Nord wird auch gerade einiges ausgetauscht. Manche Bahnhöfe existieren momentan auch gar nicht. Da ist wieder alles leer. Karlsdorf Nord so existiert auch noch nicht. Wieder nur der Bahnsteig, weder Dach noch Wände noch die Umgebung. Noch nix. Hinter den Linden, Übergang zur U6. Nee, das Ganze ist jetzt privat, da ich keine Lust mehr habe, irgendwie unter Druck daran zu arbeiten, dass es irgendwann veröffentlicht werden soll. Und dadurch, dass mir jetzt die Objektebauer fehlen, ich weiß leider immer noch nicht, wie man Objekte und Splines baut, habe ich entschieden, das Ganze privat zu lassen. Baue ich für mich privat, kann ich hier Objekte verbauen, die öffentlich so gar nicht zugänglich sind, die eher so für den privaten Gebrauch sind. Private Maps. Ich finde das jetzt so schick hier. Den müssen wir uns mal angucken hier noch. Das wirkt so schön durch die realistischen Texturen. Ja, das hier, sowas hier oben, das kommt noch. Es ist vieles halt noch ersatzweise hingestellt worden. Genau, im 5-Minuten-Takt fährt hier alles. Mich stört das auch extrem, dass ich noch nicht die runden Tunnel habe. Dass sie nicht rund sind, das nervt. Nussloch-Insel. Jetzt der schönste Bahnhof von allen. Das ist meiner Meinung nach der schönste. Der ist auch dem Original sehr, sehr, sehr ähnlich. Ein, zwei Kleinigkeiten, die jetzt nicht so stimmen. Kann ich jetzt aber gerade nicht sagen, welche. So wie er jetzt ist, ist er auch vor der Eröffnung des realen Bahnhofs gewesen. Das Einzige, was sich verändert hat, ist jetzt hier so die Mittelinsel, wo Säulen hinzugekommen sind statt Splines. Ansonsten ist das hier auch recht schnieke, der Bahnhof. Finde ich. Eigenlob stinkt, aber riecht ja hier keiner zum Glück. Wir warten mal noch, bis der Zug hier einfährt. Die KI, die funktioniert auch wunderbar. Außer wenn man. Jetzt kommt wieder das Außer. Wenn man am Hauptbahnhof spawnt, wenn man die Map neu lädt und das spawnt, reihen sich die Züge. Aber mit einem Vorstehen der Zeit ist das wieder passé. Ja, die Züge fahren übrigens durch, wenn keine Fahrgäste am Bahnhof sind. Ist nervig, ist aber so.
runter. Rotes Rathaus. Der ist auch neu gemacht. Der ist jetzt Richtung Alexanderplatz verschoben worden, dass er näher am Alex dran ist. Und die Kehranlage unter dem Bahnhof ist fertig. Die ist auch endlich fertig. Der kleine Zug. So folgt das natürlich hinten einer, glaube ich. Ja, das ist der Bahnhof Rotes Rathaus. Da, die Kernlage hier unten, genau. Wir fahren mal gleich runter. Wollte ich jetzt aber nicht hin. Da hinten kommt eine Bahn. Ich wollte eigentlich hier rüber. Alexanderplatz. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zur U2 und U8. Genau. Das ist auch neu gemacht. Es ist natürlich, es fährt sich hier in der Nacht viel angenehmer, weil der Tunnel auch dunkel ist. Aber das ist jetzt auch alles hier zwischen Rotes Rathaus und Alexanderplatz. Die Strecke ist alles komplett neu gemacht. Jetzt können wir hier rauf. Müssen wir am Strom kommen, sonst kann ich nicht weiterfahren. Hat sich nichts geändert hier. So. Dadurch, dass ich jetzt aber hier so einen modifizierten Zugverband habe, funktioniert das andere Cockpit nicht so. Ich kann da nicht rein. Ich muss jetzt mal hier ganz schnell die Weiche stellen. Bevor der nächste Zug hier zu mir reinfährt. Manchmal stellen die sich nämlich nicht die Weiche. So. Und da fahren wir jetzt da runter. Also ich kann nämlich irgendwie gar nicht hier in den guten rein. Da müssen wir aus der Außenperspektive zuschauen. Das habe ich jetzt nämlich gar nicht bedacht. So kommt es jetzt hier runter. Können wir mal einstellen, ich glaube. Wir fahren mal hier ein.
So, sind wir angekommen? Können wieder hier hinten rein. Auch mal alles runter. Ist jetzt natürlich nicht eins zu eins hier alles nachgebaut. Das ist klar. Das ist aufgrund der Tatsache, dass ich das alles hier vor offiziellen Lückenschluss gebaut habe, gar nicht möglich gewesen, außer ich baue hier alles neu auf der Map. Deshalb wird auch diese als semi-real geführt. Manches ist nämlich, ich habe nämlich bei dem Bau ab Lichtenberg ganz schön verkackt. Die Bahnhöfe sind zwar weiterhin original, also bis Tierpark auf jeden Fall. Oberhalb habe ich ganz verkackt. Und generell die Streckenführung habe ich ab Tierpark dann ganz verhauen, weil die komplett falsch gebaut ist. Da habe ich anscheinend irgendwelche falschen Daten abgegriffen, keine Ahnung. Und habe dann falsch gebaut und dementsprechend wird das dann fiktiv. Genau. Falls ich mich dann dazu entscheiden sollte, ganz groß in Klammern, die Map zu veröffentlichen, gebe ich natürlich Bescheid. Das wird aber noch ewig dauern. Also ich glaube, das wird, wenn das passiert, bin ich fertig mit OMSI. Sind das Wasserschäden hier? So ein Ranz? Das sehe ich jetzt gerade erst. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Vorschau gefallen hier zur Map zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze bisher findet. Ihr braucht mir gar nicht reinschreiben, das ist eine Großprofillinie. Ich weiß, dass es eine Großprofillinie ist. Ich habe keinen Großprofilzug. Baut mir ein, dann fahre ich da mit Großprofil lang. So, das wollte ich sagen. Ja, das ist die Kernlage. Hier oben fahren die Züge ganz zuverlässig. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.